Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Deponia Doomsday. Ich bin zurückgekehrt aus dem Norden der Küste, beziehungsweise dem Nordwesten der Küste von den Nordseeinseln bei Ostfriesland. Und jetzt habe ich auch die Hälfte wieder vergessen, wo wir stehen geblieben waren. Natürlich, weil die Aufnahme ist schon ein paar Tage her. Allerdings muss ich sagen, danke für den Tipp. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen darauf achten soll, dass die Stimme nicht ganz so laut ist an der Stelle, beziehungsweise mich noch ein bisschen mehr mit dem Ton auseinandersetzen darf, um quasi das Gleichgewicht zu wahren. Und ja, ich habe echt Lust zu spielen. Ich habe auch richtig, richtig doll Bock. Bevor wir uns hier umgucken. Jetzt haben wir gleich den Klöppel in der Hand hier. Den Klöppel. Und ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren, richtig. Also in der Funzone weiß ich Bescheid, waren wir schon. Untere Schleuse waren wir schon. Die Schillerzone müssen wir noch. Im Habitatring waren wir auch schon. Zum ältesten Rad dürfen wir noch unsere Schillerzone. Das sind so die zwei Punkte, wo wir, glaube ich, hin dürfen als nächstes. Ja, dann fangen wir beim ältesten Rad einfach mal an. Und ich schnappe einfach mal den Drink, weil das Wochenende war sehr getränkereich, würde ich das jetzt nennen. Ja, dürfen wir auch einfach mitnehmen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Mmh. Echsenhaut, Zange. Da können wir wahrscheinlich nichts kombinieren. Ältester Quattere. Versteh einer diese Illusianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Aha. Wir brauchen 10.000 Spaßpunkte. Wir brauchen definitiv die 10.000 Spaßpunkte in der Funzone. Da können wir da ganz viel Spaß haben und ganz viel machen. In der Funzone. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Ja, das oder natürlich wir schon. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Ah. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Nächste Woche ist ein bisschen spät, weil wir müssen unbedingt die Zeitschleife aufhalten. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Die 10.000 Punkte werden wir irgendwie schaffen. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Die 10.000 Punkte, kein Risiko. Bällebad. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Ja. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Aber ein Bällebad. Können wir nämlich noch einen Ball mitnehmen? Ja.
Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Hä? Hey, Plastikbälle. Igitt, die sind ja... Die Sonne... Ja. Jetzt haben wir Plastikbälle. Nicht alles wird besser mit Haut. Im Grunde gilt das nur für Pudding, Huhn und vielleicht noch Muskelgewebe. Nö. Nanu, Toni hatte recht. Nicht alles ist lustiger mit Monsterfußpantoffeln. Ich muss mich wohl doch beim Bestattungsdienst entschuldigen. Ey, ein Rufus, wie er leibt und lebt. Nö, mehr ist hier nicht. Leselampe. Da gucken wir mal. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Hm. Ja, hier haben wir eigentlich auch schon alles gemacht. Aha. Hexenhaut über die... Oh, warte mal. Können wir mal... Man braucht keine Leselampe, um hierin das Potenzial für ein furioses Rufus-Manöver zu erkennen. Okay, ich glaube nicht, dass wir jetzt momentan noch was machen können. Dann gehen wir einfach mal zurück zum Fahrstuhl und gehen in die Chill-Out-Zone. Und gucken uns hier ab. Oh, sind die niedlich. Oh, Streicheltiere. Oh, die ganzen Küken. Ob da Opfi-Pieps dabei ist? Da hat das Settenfach. Nö, haben wir momentan einfach nicht. Da geht's irgendwo nach nirgendwo. Ein Wolpertinger. Ach, was. No. Ein Streichelzoo. Puh, Bedürfnisse haben die Leute. No. Ja, da können wir auch nichts machen. Da haben wir noch einen Wolpertinger-Generator. Den fassen wir mal an. Bälle haben wir. Aber nö. Hebel. Datasettenschlitz. Noch ein Datasettenschlitz. Ja, nö. Nö, jetzt nicht. Machen wir später, ne? Machen wir später. Was für eine Weichbirne. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Na, den ältesten Deuks. Bist du einer von den Ältesten? Ja, aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also... Warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Na, weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Ja, dann geben wir noch ein bisschen streicheln hier, ne? Gehen wir mal rüber. Ja, und dann schaffen wir das angeblich nicht. Ich denke schon, dass wir das schaffen werden. Wir werden das unmöglich auf jeden Fall möglich machen. Wir können sogar in zwei Richtungen gehen, sehe ich gerade. Wir können nach links und nach rechts. Wir gehen erstmal nach rechts und dann gehen wir nach links. Das sieht bequem aus. Nope. Aua, 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 aua. So, wir gucken uns. Wir gehen einfach hier eins nach dem anderen. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Boah, der ist übelst laut hier vorne. Reden wir mal mit dem Ältesten. Hält sich die rosafarbene Stampede komplett. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Ich denke schon, weil da steht Ältester oben. Dann können wir nach rechts gehen. Nur weiter. Oh, das ist laut. Ach, jetzt. Ach du Scheibenkleister. Wurstthings Wurst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Haben wir einen Knopf? Nee, haben wir nicht. Ich dachte, wir können damit irgendwas machen. Bälle? Da rein? Da oben? Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Können also irgendwas einwursten. Echsenhaut vielleicht? Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Dann hätte ich gedacht, dass wir da quasi... Na, ich sag schnell, quasi die Echsenhaut als Wurstpelle nehmen können.
Weiß es nicht. Okay, dann können wir da nichts machen. Hier haben wir noch den ältesten Troyes. Ob das einer dieser Ältesten ist? Alt ist er jedenfalls schon mal. Das ist ein Anfang. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Hey, was ist denn das? Das kennen wir ja gar nicht. Das, dazu sage ich jetzt nichts. Und es sieht hier sehr schön aus und sehr friedlich. Und alle freuen sich und saufen. Oh, meine Klappe. Das scheint... Oh, Entschuldigung übrigens. Ich hätte auch erstmal... Oh, und das hätten Schnitz. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Da hast du eigentlich recht. Hast du da völlig recht. Hier ist auch nichts weiter. Zum Streichelzoo. Jetzt können wir nur zum Streichelzoo zurück. Jetzt kommen wir bestimmt auf der anderen Seite wieder raus, ne? Nee, zum Spa. Achso, ach ja. 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 Gute Frage. Das ist eine interessante Frage, für was wir machen können hier. Du, Mac? Ja. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hatte ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ach, Deponia retten kann ich auch von dir aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia... Sie werden der Potz, dann ja, kämpft... Oh, bloß denn... Und am nächsten Tag geht derselbe und dann... Wird's? Ja, wir brauchen, glaube ich... Später oder bald... Auf jeden Fall die 10.000 Spaßpunkte. Ich weiß nicht genau, wie wir die erreichen sollen. Aber wir brauchen sie anscheinend, um vorwärts zu kommen. Weil mehr... Ich guck mich erstmal kurz nochmal um, weil ich habe das so ein bisschen... alles nicht mehr im Kopf hier. Was hier so ging. Der Elefant, der ist ja, fast ja, gibt's ja. Denn hier... Kippen wir mal rüber, vielleicht... Dafür brauche ich... Und ja, außerdem... Das geht auch nicht. Können wir nicht rüberkippen? Ja, hier könnten wir auch nichts weiter machen. Bilder von Goal. Können wir auch nicht mitnehmen. Da sehen wir nur, dass die Zahnspangen haben. Ja, hier, warte mal. Hier gehen wir mal zu trinken hier. Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist... Und vielleicht noch ein paar... Ja. Oh. Grausam. Nicht mal trinken wollen sie. Vielleicht Plastikbälle? Nein, danke. Nee. Und... Auch das brauchen sie nicht. Nein. Ich würde doch gerne die Plastikbälle mit irgendwas füllen, wenn ich ehrlich bin. Keine Nägel, keine Zecken, keine Kinderzähnchen. Nein, hierfür brauche ich keine Zange. Okay, dann nicht. So, ich gehe jetzt einfach nochmal alles durch hier so ein bisschen. Hier können wir vielleicht ein Tier mitnehmen. Dafür brauche ich und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Geht schlecht, wenn unser Herr Ältestenrat daneben steht. Wie da das hätten, haben wir auch nicht. Nee, das wird lustig auf jeden Fall. Also hier können wir ja auch überhaupt nichts machen. Ja, ich kann auch nichts reinschmeißen irgendwie. Ich kann auch nichts auswählen. Ich brauche... Hier gibt es nur Datasettenschlitze. Und damit kann ich auf jeden Fall nichts kombinieren. Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Genau. Deswegen geht halt nicht. Außer Datasetten reinzustecken. Alles hier erinnert. Ja, dabei das hatten wir auch schon. Alles erinnert an Goal. Zum Spaß. Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Hier, wir schmeißen mal alles auf ihn rauf. Ich störe ihn lieber nicht bei der Arbeit. Ich dachte, genau das hast du vor. Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Haut. Ja. Hier können wir Wurst, Zinkswurst. Nichts reinschmeißen. Vermutlich sehr stark. Ich dachte, wir sollen den Helm in die Reinigung bringen. Aber sieht... Oh, was? Rotlicht. Können wir das mitnehmen?
Hehehe. Aua, heiß. Hehehehe. Gehen wir mal zurück zur Chillout Zone. Falsch rum. Ich meine natürlich zum Ältestenrat. Ich habe da eine Idee. Aua, heiß. Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Es ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Ohohoho. Das tut doch weh. Der wird gleich richtig dunkelbraun sein. Auhä. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde den... Ja, das ist eine gute Frage. Die finde ich gut. Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Das ist... Danke für nichts. Verteilt. Keine Ursache. Ja, das kommt davon, ne? Zu lange in der Ostsee gesessen auf jeden Fall. Können wir hier vielleicht nochmal zusätzlich noch mehr bräuen? Das ist schon braun genug. Ein weiteres Pro-Argument, Schokopudding lose in den Taschen zu transportieren. Drink, hast du Durst? Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Ich überlege auch gerade... Stroh? So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zum altbewährten Verbrannte-Erde-Prinzip. Nehmen wir mal mit. Hat den ganzen Boden rausgerissen. So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zu... So viele Strohhalme und doch so wenig zu trinken. Mhm. Jetzt haben wir Stroh. Warum auch immer wir jetzt Stroh haben. Gehen wir zurück zur Schillerzone. Vielleicht können wir, nämlich da, einmal weiter zur Cocktailbar. Na, können wir mal gucken, ob wir wursten können. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Ah, schade. Ich dachte, da kommen dann Würstchen raus. Also eigentlich, ich bin mir nicht sicher, ob man aus... Das heißt, dass man aus Fingern Würstchen macht oder dass man aus Würstchen Scheiben macht. Gute Frage, oder? Finde ich auch. Schade, das ist zu groß. Ich dachte schon, der schmeißt das jetzt da wirklich rein. Hier, ach, da. Schade. Das ist auch zu... Oh, schade. Schade. Das ist auch zu groß. Und hier haben wir nur... Ich überlege gerade echt, ob wir den... Ah, wir können mal gucken, ob wir streichelt hier ein Stroh geben können. Vielleicht. Ich glaube nicht. Dafür brauche ich... Ja. Und? Okay, das geht nicht. Essen geben können wir nicht. Oh, die Oh, die frieren. Oh. Gar nicht gesehen vorhin. Ja, was machen wir jetzt? Untere Schleusen, da ist eigentlich nur unser... McCrolicle. Also da geht auf jeden Fall nichts, da brauchen wir erstmal nicht hin. Habitatring, Stroh, kann man was mit Strom machen? Nee, eigentlich auch nicht. Keiner da. Jo, mehr geht hier auch nicht. Ja, jetzt sind wir zwar weitergekommen, aber auch nicht wirklich weiter. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Können wir mal nach oben noch gehen? Ah, wir können mal das Klo verstopfen. Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. Ich dachte, wir können das verstopfen vielleicht. Ich will meine zweite Geno. Schmeiß mal einfach Stroh rüber. Ich will meine Geno. Ja, okay. Echsenhaut. Vielleicht hat er sich zu viel geduscht. Ich will meine Geno. Das macht er auch nicht. Klo, Echsenhaut. Können wir auch nichts machen. Hä? Wie ist das? Da können wir auch nichts machen. Erstmal. Verstopfen. Hä? Das ist. Geht auch nicht. Das ist noch gut. Das stimmt wohl. Jetzt können wir mal mit unseren zwei Freunden hier noch reden. Vielleicht brauchen die Stroh. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen ratlos. Alles mit allem kombinieren halt wieder. Nein, danke. Nein, alles wir brauchen nur. Nee, danke, echt nicht. Hier, Adoreflektor. Nein, danke. Nee.
Okay, dann Tenna, die brauchen nichts, die beiden. Ältestenrat waren wir auch schon, haben wir das gerade gemacht. Die Funzone, in der Funzone. Naja, wir können eigentlich nur noch was in der Funzone machen, aber die werden die Punkte theoretisch nicht schaffen. Vollpartikelgenerator, da brauchen wir eigentlich die Datasetten für. Jo. Schmeiß mir mal auf den Nacken. Bleib mir mit da, ich bin. Ah, den Deckor. Bleib mir nicht. Da würde ich gerne rein. Die Sauna. Ach, dieses ganze Zeitgereise ist auch so von. Die Sauna ist geschlossen. Ich würde gerne, dass die Sauna aufgeht, eigentlich. Aber damit kommen wir halt auch nirgendwo rein hier. Irgendwas müssen wir übersehen haben, auf jeden Fall. Ich weiß an der Stelle, aber einfach noch nicht was. Gute Frage, nächste Frage, oder? Untere Schleusen, leerer Steckplatz. Da fehlt ein Klangstab. Ein Klangstab. Aber wir haben auch keinen. Scheiße. Da fehlt ein Klangstab. Ach, so ein Klangstab. Der Red Key? Ja, das ist Absicht. Der Computerkern ist Sperrgebiet. Nur Fachkräfte mit dem pölserroten Klangstab haben Zutritt. Aber glaub mir, da willst du sowieso nicht hin. Voll langweilig ist es da. Aha, der rote Klangstab fehlt also. Den brauchen wir irgendwie anscheinend, damit wir zum Computerkern kommen und da richtig Mist bauen können. Aber wo kriegen wir den her? Fragen wir mal nach. Näffchen! Ja, fragen wir mal nach. Ah, du das gibt? Nee, der hat das nicht. Danke, keine... Bällebad bringt uns auch nichts. Der Roboter macht auch nichts. Nach links, rechts, oben, unten... kommen wir auch nicht. Okay. Good to know. Da gibt's den auch nicht. Funzone. Jetzt bin ich natürlich... Willkommen in der Funsammle 10.000 Wähle ja, und machen wir. Spaß! Dann fahren wir nochmal noch ein Auto. Ich denke nicht, dass er was bringt. 100%ig auch nicht. Deswegen Gas geben hier mit dem Pilz. Einfach full Gas! Der andere ist trotzdem schneller als wir. Und wenn ich hier wie ein Bekloppter drücke, sind wir langsamer. Wir werden trotzdem verlieren. Ah, wir ziehen trotzdem durch. Kein Problem. Ja, kein Problem. Wir haben auch nur die halbe Score. 9.999. Ich fass es nicht. Ich finde, du übertreibst es etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Mal wie viele Punkten bin ich denn? Wie viele Punkte? Du? Ja. Okay. Nicht genug. Oh. Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das schon gemacht habe. Ich muss 10.000 Punkte. Wir haben 9.999 Punkte erreicht. Das heißt, wir werden es hundertprozentig, also zu 150% nicht schaffen. Dort quasi die ganzen Punkte alle zu sammeln. Jetzt machen wir das mal ganz schnell hier. Haben wir alles schon gesehen? Ach. Jo. Wer spricht da? Du darfst nicht gehen. Ja. Ich klicke das mal ganz schnell wieder durch, damit wir da waren. Also quasi mit dem, was wir auch alles davor hatten. Geht ja relativ fix. Dann machen wir da einfach mal... Oh Gott, jetzt muss ich erstmal überlegen. Hallo, Roddy! Roddy! Wo soll du könnte? Jo. Bring mich mal nach unten. Nein, ich muss zu den Schleusen. Nein! So, auf geht's. Dann schnappen wir uns den Klangstab da unten. Oder den Schlegel, besser gesagt. Der war hier nicht. Doch, die Echsenhaut noch. Der war damit. Zack! Eingesteckt. Und die Echsenhaut nehmen wir auch noch mit. Zack. Einmal zurück zum Fahrstuhl. Dann einmal schnell tauschen.
Da. Zack. Oh, natürlich total verkackt. Ja. Ich glaube, ich nehme den nächsten Lift. Jo, das machen wir. Wir schnappen uns gleich nämlich den Klangstab. Damit wir einfach wieder die Gegenden bereisen können. Schnapp ihn dir. Fangen wir oben an. Nee, das ist Quatsch. Drink nehmen wir mit. Die Bälle nehmen wir mit. Geht die Sonne. Dann einmal runter, dann gehen wir mal fix zur Schillerzone. Ja. Und dort zum Spa. Nein, zu Cocktailbar. Genau, das wollte ich ja eigentlich gucken, ob ich irgendwie einen neuen Drink anbieten kann. Das habe ich mich gerade mal überlegt. Ein Drink gefällig? Nein, danke. Ich habe noch. Ach, schade. Ich dachte, man könnte den. Hier, guck mal. Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich, Trottel, wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Du bist nicht im Dienst. Guck mal hier. Du bist bestimmt Wäscher, oder? Schau mal, was ich... Nee, es muss warten. Was ich... Ja, du musst warten. Du musst also warten. Dann mal wieder hoch. Die Lampe schnappen wir uns noch. Zack. Schnapp sie dir. Aua, heiß. Uhr zurück nach oben zum Ältestenrat. Zack. Und dann geben wir ihm einmal die Wärmelampe wieder, damit wir das Alublech... Und was ist da an... Auf, aus! Und was ist an... Auf, Entschuldigung. Ich mach's nochmal und dann tauschen wir die Lampe aus. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Achso, das auf, ja. Und was ja, ist an... Auf, außer... Ja, mal tauschen. Zack. Aua, ja, was war das? Was ist los? Los, komm schon, was los? Du musst das Ding auch einfach mal loslassen können. Obwohl, zack. Das sind... Und das ist ein, Mitnehmen. Mitnehmen. Da geht nix. Bälle haben wir schon. Jetzt, glaube ich, dürften wir... Wenn ich mich nicht komplett irre, alles haben, was wir davor auch hatten. Denke ich. Also. Viel mehr dürfte nicht gehen. Ja.